Jo Freunde, Zelos hier und damit herzlich willkommen zur Kadervorstellung für die NPBL Season 3. Die NPBL geht endlich in die dritte Season. Ja, ich bin mega krass gehypt. Und letzte Woche gab es den Draft, der live auf dem Twitch-Kanal vom guten Eve gestreamt wurde. Das heißt, wer es verpasst hat, kann diesen Draft gerne im Nachhinein anschauen. Eve wollte ihn auf jeden Fall auf YouTube hochladen. Ich weiß nicht, ob er es schon gemacht hat. Wenn nein, kommt er auf jeden Fall noch. Und ja, ich habe mein Team zwar schon auf Twitter und auf meinem Server präsentiert, ja, ich habe das Team da schon reingeschickt, allerdings folgen mir hier auf YouTube die meisten Leute, deswegen gehe ich mal davon aus, dass die meisten Leute mein Team noch nicht kennen. Deswegen werde ich mein Team nacheinander einblenden, also die Pokémon, sprich je nach Runde, wo ich die gepickt habe. Und ich muss am Anfang schon direkt sagen, ich wurde mehrmals gesniped. Ja, am Anfang direkt zweimal, in der ersten Runde zweimal, Leute. Und dann im Laufe des Drafts auch ein paar Mal. Deswegen werde ich da gleich auf jeden Fall eingehen. Aber an sich sage ich jetzt schon mal, bevor ihr die Pokémon überhaupt seht, ich bin mit dem Team an sich zufrieden. Es gibt viele Vorteile, aber es gibt aber auch ein paar Nachteile, wo ich dann später, wenn ihr das ganze Team seht, dann am Ende darauf eingehen werde. Ich würde sagen, wir fangen an. Ich möchte aber nicht, dass ihr Bescheid wisst, nicht ja, zu jedem Pokémon alles sagen, weil es kann ja sein, dass meine Gegner das sehen. Und dann die Gegner, oh, die Attacke kannte ich noch gar nicht, die hätte mich zerstört. Danke, Zelos, dass du es mir gesagt hast. Ja, deswegen, Leute, möchte ich nicht, ja, wenn ich ein Pokémon vorstelle, nicht alles sagen, was das Pokémon kann. Ich denke mal, ihr wisst da, ihr könnt das nachvollziehen. Und ja, fangen wir an. In der ersten Runde, Freunde, wollte ich ein starkes, schnelles Elektro-Pokémon picken. Ja, da war es so aus, ich war siebter in der Reihenfolge in der ersten Runde. Und ich dachte mir, komm, ich bekomme sicherlich Zeraora oder ich bekomme sicherlich Kapuriki. Pustekuchen, beide wurden mir weggesniped, Freunde. Beide wurden mir eiskalt weggesniped. Und da musste ich natürlich dann umplanen, weil die beiden waren in den meisten von meinen Plänen drin. Ich musste größtenteils am Ende spontan picken, ja, spontan draften. Wird euch aber auch gleich auffallen, denn ich habe mich in der ersten Runde dann für Kyurem Black entschieden. Ich glaube, mit Kyurem Black habe ich absolut nichts falsch gemacht. Ich habe auf Kyurem Black außerdem am Ende der Runde, beziehungsweise am Ende des Drafts noch den Z-Stein gegeben, kann ich euch ja jetzt schon sagen, weil es ist meiner Meinung nach in dem Team der beste Z-Stein-User. Es gab noch einen, der auch optimal wäre mit dem Z-Stein, aber ich dachte mir, Kyurem vor allen Dingen wegen Z-Frostvolt, glaube ich, heißt die Attacke, ja, wo man quasi immer, wenn man diese Attacke einsetzt, Kyurem hat halt einen 170er Attack-Base-Wert, ja, immer wenn man Z-Frostvolt einsetzt, man einen Kill bekommt, Leute, ja, deswegen habe ich mir gedacht, okay, auf Kyurem passt der Z-Stein doch am besten. Und zu Kyurem gibt es natürlich nicht viel zu sagen, ist ein super Breaker, Freunde, macht die Defensive platt, ja. Kyurem braucht aber, was wichtig ist, Support, ja. Und da kommt jetzt mein zweiter Pick, den ich zum Glück bekommen habe, weil der war jetzt richtig, richtig wichtig mit Kyurem im Team, nämlich Mega Sherox, Freunde, ja. In der NPBL Season 1 und in der Season 2 hatte ich beide Male das normale Sherox und diesmal habe ich mir gedacht, okay, wenn ich schon Kyurem im Team habe, brauche ich Sherox. Und da passt Mega Sherox, wie ich finde, am besten. Mega Sherox supportet Kyurem richtig gut. Zumal hat Mega Sherox das Defog, dann den Stahltypen, womit es die sehr effektiven Drachen- und sehr effektiven Feenattacken von Kyurem wegblockt, ja, resistet. Und mit Sherox kriege ich halt die Slow U-Turn und dann kann ich halt Kyurem immer safe reinbekommen, ja. Deswegen finde ich Sherox im Team mit Kyurem richtig, richtig gut. Zu Mega Sherox gibt es wahrscheinlich auch nicht so viel zu sagen. Ja, ihr kennt alle Sherox. Dann kommen wir zu der dritten Runde, wo ich zum Glück noch nicht gesniped wurde. Also wie gesagt, am Anfang wurde ich gesniped und später nochmal. In der dritten Runde habe ich mich für Schwalbos entschieden, Freunde. Schwalbos im Tier 3. Denn, ja, ich wollte unbedingt etwas Schnelles haben, was breakt, was reinhaut, was aber auch vielseitig ist. Denn Schwalbos kann man nicht nur speziell spielen, Freunde, sondern auch für sich, ja. Wer es noch nicht weiß, der weiß es jetzt. Ja, wie gesagt, Heiß Offset oder Specs, das sind so die typischen Sets auf Schwalbos. Schwalbos bringt außerdem nochmal den Defog mit. Den, stimmt, den Rückenwind, was Sherox auch besitzt, weil Rückenwind auch Kyurem supportet, ja. Denn Kyurem im Rückenwind ist halt fast nicht mehr zu stoppen. Und ja, außerdem springt Schwalbos nochmal die U-Turn mit, womit ich immer noch in Kyurem reinkomme. Und dann kommen wir zu meinem vierten Pick, zur vierten Wahl. Und das war das, ich glaube, das war Rabigator. Ja, ich habe mich hier für Rabigator entschieden.
Ein Pokémon, was ich noch nie in einer Liga gespielt habe und sehr, sehr selten in einem Wi-Fi-Battle, was aber an sich auch super in das Team passt. Rabigato bringt den Bodentypen mit, hat den Undichttypen Freunde, kann Pokémon trappen, weil das nächste Pokémon, was jetzt kommt, ist anfällig gegen Psychomons, ja, und da hilft Rabigato, klar kann Xerox auch trappen, das weiß ich, allerdings kann Rabigato das besser und Rabigato bringt zudem die Tarnsteine mit, dem Bedroher mit, was super wichtig ist und noch vieles mehr. Und dann kommen wir zum nächsten Pick und das ist Hutsasa, Freunde, ja. Hutsasa kennt ihr aus der OPL, hatte ich mir in der Rückrunde, glaube ich, reingetauscht, in der OPL, ja, hatte ich halt die ganze Rückrunde über. Hat mir wirklich super gefallen und passt, wie ich finde, sehr, sehr gut ins Team. Weil bis jetzt hatte ich eine große Kampfschwäche. Rabigato wird sehr effektiv getroffen, Kyurem wird sehr effektiv getroffen und Xerox und Schwalbos halt normal effektiv. Und da brauche ich unbedingt etwas, was die Kampfattacken immunisiert oder zumindest resistiert. Und das ist, ja, da habe ich mit Hutsasa, glaube ich, einen guten Griff gemacht. Ja, Hutsasa, wie gesagt, hatte ich in der OPL. Hat halt Attacken wie Spore, was super wichtig ist. Ja, hat halt leider keine Toxic Spikes und auch leider keine Aegisar. Ja, das ist halt so der Nachteil an Hutsasa, aber es hat die Belebekraft, eine super Typenkombination, einen recht guten Movepool und super Werte, Freunde. Kann man also, fühlt sich defensiv, kann man speziell defensiv spielen, kann man offensiv mit offensiv spielen. Gibt es halt wirklich einiges, wie man Hutsasa spielen kann. Und dann kommen wir zum fünften Pick und da. Doch, da war es in dem, habe ich im T4 geschaut, ich brauche unbedingt einen Bulky Water-Type und ich wollte zuerst Aquana haben und Aquana wurde mir in der gleichen Runde weggesniped, ja. Und dann habe ich mich im Endeffekt für Jelly Sand entschieden, also für Apokalypse. Denn mit Apokalypse bringe ich den Geisttypen mit, wodurch ich die Kampfattacken nochmal immunisiere, ja. Denn viele Kampf-Pokémon können halt Hutsasa mit einem Eis-Punch, mit einem Feuer-Punch, wie auch immer, sehr effektiv treffen. Ja, in Feuerpunch, Eispunch und in den Kampfattacken kommt halt Jelly Sand ganz gut. Muss ich aber natürlich aufpassen von Knockoff. Ja, also so eine Culver Berry auf Jelly Sand ist gar nicht so schlecht, weil dann, ja, checke ich sehr vieles mit Jelly Sand. Außerdem habe ich mit Jelly Sand einen Spinblocker, was okay ist, was aber nicht so wichtig ist, weil Jelly Sand ist jetzt, ist jetzt wirklich nicht der beste Spinblocker, weil. Ja, sowas wie Donphan hat einen Abschlag, sowas wie Meruda hat einen Blattgeisel, wo Meruda nicht wirklich drin bleiben möchte. Und Jelly Sand auch vielseitig, ja, kann man sowohl offensiv, so wie Hutsasa, als auch physisch defensiv spielen oder speziell defensiv spielen. Und viel mehr gibt es. Und, obwohl der Movepool von Jelly Sand ist auch sehr, sehr gut. Ich hatte Jelly Sand, glaube ich, in der Rückrunde von der Season 1, ja, da hatte ich Jelly Sand gehabt und hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und ich dachte mir, ich brauche unbedingt, klar, jeder Kader braucht einen Bulky Water Type und deswegen habe ich mir im Endeffekt Jelly Sand gepickt. So, kommen wir zum nächsten Pick und da ist die Wahl auf Keldeo gefallen. Denn schaut euch mal die Speed Cap von mir an. Ich habe Kyurem mit, lass mich nicht lügen, 95, Rabigato glaube ich 92 oder 91 und vor Kyurem kommt halt Schwalbos. Ja, das heißt, dass Pokémon wie zum Beispiel, was gibt es für Pokémon, 115er Pokémon oder sowas, Modest oder Hart gegen mich spielen können, außer ich habe ein Pokémon, was einen Speed zwischen Kyurem und Schwalbos hat. Und da vielmehr meine Wahl auf Keldeo, Freunde. Viele kennen Keldeo, hatte ich in der Season 2 in der Hinrunde, ja. Also sprich, mit Hutsasa habe ich Erfahrung, mit Xerox habe ich Erfahrung, mit Keldeo habe ich mit Erfahrung, mit Apokalypse habe ich ein bisschen Erfahrung. Und Keldeo hat mir damals auch schon sehr, sehr gut gefallen. Und Keldeo war das Pokémon, wo ich hätte auch den Z-Stein drauf packen können. Habe mich aber, wie gesagt, im Endeffekt für Kyurem entschieden. Und mit Keldeo bringe ich einiges mit. Habe ich mit Rabigato. Keldeo ist wie Rabigato ein guter Scarfer, ein guter Spec-Spieler, ein guter Live-Aufspieler, gutes Pokémon mit Überreste, weil man da auch gerne mal Sub drauf spielt, weil Keldeo leider nicht den besten Movepool hat, ja, wie ihr wisst. Deswegen spielt man da meistens sowas wie Hydro-Pumpe, Secret Sword, Eissturm, eine HP oder statt Eissturm mal ein Sub oder sowas. Und bringt halt auch wichtige den Kampftypen mit und halt auch die Speed mit. Ja, weil, wie gesagt, zwischen Kyurem und Schwalbos brauchte ich unbedingt Speed. Dann kommen wir zum nächsten Pick und jetzt wollte ich einen Fire-Type picken. Jetzt wollte ich Entei picken, Leute, oder Rotom. Aber natürlich wurden die beiden Pokémon in derselben Runde, ich war, glaube ich, in der Runde jetzt letzter und da wurden mir Entei und Rotom weggepickt.
Und da habe ich dann erstmal den Feuertypen sein gelassen. Den Feuertypen werde ich gleich picken, denn ich habe mich jetzt erstmal für einen Bulky Psychotypen entschieden. Nämlich Mushara, ja, auf Deutsch Symfolara oder so, kann das sein. Ist auf jeden Fall ein richtig cooles Pokémon, bringt halt Support mit, ja, in Form von Staffette, in Form von Vitalglocke. Denn, ja, auch Mushara supportet mein Team so ein bisschen. Kann natürlich Attacken wie Gedankengut, kann dann auf Staffette gehen und natürlich auf Schwalbos, Kyurem, Keldeo oder sonst wer passen. Also Mushara, ein richtig cooles Pokémon, bringt halt den Balk mit, ja, weil sonst, bis jetzt ist mein Team jetzt nicht so krass defensiv. Ja, Megashiros bringt den Balk mit, Hutsasa, Rabigator ein bisschen und natürlich auch Jellicent. Und ja, kommen wir zum nächsten Pokémon. Hier fiel meine Wahl auf Arcani, ja. Und hier an der Stelle war ich sehr unzufrieden, weil ich wollte, wie gesagt, Entei lieber oder vor allen Dingen Rotom wollte ich als erstes picken. Weil mit Rotom hätte ich direkt zwei Typen abgedeckt, die mir noch fehlen. Und zwar Elektro und Feuer, Freunde. Deswegen, ja, musste ich mir gleich im unteren Tier noch ein Elektro-Pokémon picken. Und da wird euch gleich auffallen, dass Rotom perfekt gepasst hätte. Und dass ich dann noch, wenn ich Rotom gehabt hätte, noch einen Slot frei gehabt hätte für ein anderes Pokémon. Aber leider war es nicht so, wurde mir Rotom von dem lieben El Scizor leider weggepickt. Und deswegen fiel mir meine Wahl auf Arcani. Ich habe jetzt hier zwar einen Doppelbedroher im Team, ist aber nicht so schlimm, ist eher zum Vorteil, finde ich, ja, weil, ja, beide Pokémon, Bedroher ist halt immer wichtig, ja, Bedroher ist eine gute Fähigkeit, beide Pokémon bringen auch eine andere gute Fähigkeit mit. Arcani hat den Feuerfänger, Rabigator hat den Hochmut, ja, spielt man ja auch gerne Scarf mit Hochmut. Und zu Arcani brauche ich, glaube ich, auch nicht viel zu sagen, hatte ich auch in der OPL, wie Hutsasa, hat mir dort auch, ja, ganz gut gefallen, hatte ich jetzt nicht so oft dabei. Ich weiß nicht, wie oft es in der MPBL jetzt mitkommt, je nachdem, ja, gegen welchen Kader ich Arcani brauche. Und dann kommen wir zum nächsten Pokémon und da fiel meine Wahl auf Zapplerang, Freunde. Ja, und jetzt könnt ihr, glaube ich, erahnen, dass ich Rotom sehr, sehr gut gebraucht hätte, also Rotom Heat, weil dann hätte ich mir Zapplerang und Arcani sparen können und hätte ich mir für das letzte Pokémon noch was anderes picken können. Aber ich brauchte Zapplerang, Freunde, denn, ja, schaut euch mal meine EQ-Switches an, ja. Hutsasa kommt nicht so gut rein, Kork kommt nicht so gut rein. Ich habe halt quasi nichts, was den EQ resistet, aber nur ein Pokémon, also mit Schwalbos, was immun gegen EQ ist. Aber Schwalbos möchte ich ungern in Land oder sowas oder Mammutil switchen. Das ist, da ist Schwalbos nicht der optimale Switch-In. Und deswegen brauchte ich unbedingt noch etwas, das fliegt oder zumindest die Schwebart. Und da fiel mir fiel die Wahl auf Zapplerang, ja. Denn, ja, Zapplerang finde ich ein ganz gutes Pokémon, spielt man ja oft mit Specs oder mit Assault Bass, kann halt auch ganz gut supporten, hat dann den Voltwechsel, Freunde, heißen Volturn Core, habe ich definitiv im Kader, ja, hat einen super Movepool, hat sowas wie Abschlag, Gigasauger, Voltwechsel, Superzahn, Knockoff, sowas hat es halt auf jeden Fall. Und dann kommen wir zum letzten Pokémon und wie euch aufgefallen ist, brauche ich unbedingt noch eine Fee, ja, ich habe noch keine Fee und, da habe ich mich, weil, ja, Freunde, mir wurden auch die Feen weggepickt. Ich wollte Florges, ich wollte Felinara, ich wollte Puffiness, ich wollte Kurelei. Alle wurden mir weggepickt und dann fiel mir meine Wahl am Ende noch auf Amigento Fee. Denn Amigento wird zwar von vielen gehatet, ja, also von viele sagen, Amigento ist Trash, Amigento ist nicht gut. Mit Amigento kannst du nichts anfangen, aber ich finde Amigento brauchbar. Vor allen Dingen fürs Team, weil Amigento auch ein Pokémon ist, was supportet. Zum einen bringt es den Defog mit, weil ihr seht, ich habe sonst nur Schwalbos oder Scheros als Defog. Das sind eigentlich zu wenig. Obwohl Scheros an sich ein richtig guter Defogger ist, aber ja, und Schwalbos halt nicht. Schwalbos halt schnell, bringt den Defog weg, raus und stirbt dann. Aber mit Amigento habe ich, wie gesagt, einen Supporter, bringt außerdem die Abgangstirade mit, wodurch ich halt Kyurem safe reinbekomme, Scheros safe reinbekomme, Schwalbos safe reinbekomme. Und ja, kann halt so ein paar Elementarsachen wie Donnerblitz, Flammenwurf, Eisbeam, ja, sonst macht Amigento nicht so viel. Und ja, Freunde, zum Abschluss muss ich sagen, ich bin an sich mit dem Team zufrieden, habe ich ja vorhin schon gesagt. Die Schwächen sind allerdings, dass ich zum Beispiel, was mir erst nach dem Draft aufgefallen ist, dass ich nur Rabigator habe, womit ich die Rocks rausbekomme, die Tarnsteine, ja. Ich hätte, also hätte ich Rotom bekommen, hätte ich mir definitiv noch etwas gepickt, was die Tarnsteine rausbekommt. Ja, da ich Rotom nicht bekommen habe, musste ich praktisch Rotom in zwei Pokémon aufteilen, also sprich Arcani und Zapplerang.
weil die Typenkombinationen Elektro und Feuer gab es nicht mehr. Und ja, außerdem, wie gesagt, habe ich nicht die besten Defogger. An sich ist mein Team, ja, es geht. Es ist nicht so anfällig gegen Tarnsteiner, also Rabigator, Keldeo, Hutsasa, Sherox, Apokalyp, stören die Tarnsteine nicht allzu sehr, obwohl Kyurem, Schwalbus und Akani stören die Tarnsteine auf jeden Fall. Dafür habe ich, wie gesagt, Sherox, ja, Schwalbus geht und Amigento als Defogger. Und was mir aber sehr, sehr gut am Team gefällt, ist die Synergie auf jeden Fall, ist die Balance im Team, also sowohl offensive, starke Offensive, als auch starke Defensive existiert. Und ja, auf jeden Fall die Breaker, ja, die Breaker und die Supporter finde ich auch richtig, richtig gut im Team. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Team findet, wie hättet ihr das Team verbessert. Ihr müsst aber bedenken, dass ich, wie gesagt, das Team auch gerne verbessert hätte, mit in Form von Rotom und dann ein anderes Pokémon reinbekommen oder in Form von einem besseren Feentypen, was mir allerdings weggesniped wurde. Und ja, Raichu hat es leider nicht in den Kader geschafft, Leute. Ja, ich hatte am Anfang gedacht, ja, picke ich mir vielleicht Raichu, hat es aber, wie gesagt, leider nicht in den Kader gepasst. Dafür dann am Ende Zapplerang, weil Zapplerang, schaut euch, Zapplerang passt einfach um Längen besser in den Kader als Raichu. Und ja, Leute, damit bin ich raus. Nächste Woche Samstag gibt es dann den ersten Spieltag. Ich muss anfangen, ja, beziehungsweise das gute Seine TV und ich müssen anfangen. Um 12 Uhr, glaube ich, war das? Ja, ich glaube, um 12 Uhr müssen wir anfangen mit dem ersten Spieltag der NPBL Season 3. Und ich bin gespannt, wie dieser Kampf ausgeht. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wollt ihr die Kämpfe live oder nachkommentiert sehen? Ich werde da auch noch eine Umfrage machen auf Twitter, wenn ich sie nicht schon gemacht habe, ja. Und weil ich nehme dieses Video hier gerade am Dienstag auf und das Video kommt ja auch erst am Samstag, deswegen kann sein, dass ich da die Umfrage schon gemacht habe. Deswegen folgt mir auf Twitter, joint meinem Discord-Server, würde ich mich sehr darüber freuen. Damit bin ich raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen Daumen nach oben, würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Haut rein, Leute, bis dann und ciao.